Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und heute habe ich 10 Dinge in Minecraft, die dich süchtig machen. Und nicht alle dieser 10 Dinge werden natürlich jetzt explizit dich süchtig machen. Nein, ein paar treffen auf dich zu, ein paar treffen nicht auf dich zu. Schreib mir gerne in die Kommentare, welche dieser Dinge auf dich zutreffen. Ich werde auf alle Fälle sagen, an welchen Stellen es mich erwischt. Wir sind da ganz ehrlich miteinander, würde ich sagen. Ich bin sehr neugierig. Oh, und wenn euch das Video gefällt, dann dürft ihr es natürlich sehr, sehr gerne... Hey! Okay, ich vermute, das war verdient. Wer so früh nach einem Like fragt... Oh Mann. Ich nutze die Stelle jetzt einfach noch, um kurz Werbung zu machen für meinen Instagram-Account. Wenn ihr Lust habt, folgt mir da doch auch. Da habe ich, wie ihr seht, eine Menge Bilder und es gibt auch so ein bisschen Hintergrundinformationen für mich. Da wird schwerpunktmäßig wahrscheinlich noch mehr kommen. Würde mich freuen, wenn ihr folgt. Und jetzt starten wir mal richtig durch. Dinge, die dich süchtig machen, Nummer 1. Der Klassiker. Und ja, ihr seht schon, ich befinde mich hier in Minecraft auf Höhe 11. Auch das wird sich bald alles ändern und bin dabei, dem Tagewerk eines klassischen Miners nachzugehen. Und ich schürfe und beschürfe. Ich suche nach Diamanten. Und hey, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Aber nach Diamanten suchen ist jeder Minecrafter süchtig. Du nicht? Überzeug mich. Naja, und so sucht man nach dem wunderbaren blauen Stoff. Okay, ich bin ehrlich, ich hatte für das Video jetzt gehofft, dass wir einfach zufälligen Diamanten hier finden und grab mich einfach mitten durch den Berg. Das Glück ist mir nicht hold. Tada! Und da ist auch schon einer. Und ihr kennt das, ne? Egal wie langweilig und nervtötend der Gang vorher war, sobald ihr was gefunden habt, dann glühen die Augen und es geht weiter. Ich finde, der Spruch, Mama, nur noch einmal, passt da ganz gut. Hey, Kroko, bist du schon im Bett? Nein. Was machst du schon wieder? Ich suche noch Diamanten. Jetzt schau, dass du ins Bett kommst, Mama, nur noch ein Stack. Nein. So hat, glaube ich, nicht wirklich eine Konversation zwischen mir und meiner Mutter ausgesehen. Nummer 2. Bob, der Baumeister. Ich denke, Nummer 2 trifft einfach den Großteil der Minecraft-Spieler. Nicht alle. Nicht alle, ich weiß. Aber der Großteil ist definitiv am Bauen interessiert. Das Erschaffen und Kreieren von eigenen Bauwerken und eigenen Welten ist etwas, was man immer und immer wieder tun möchte und wo man immer wieder zurückkehren möchte. Und ich denke, da muss man ein bisschen aufpassen, denn da birgt ein gewisses tatsächliches Suchtpotenzial, indem man sich ja eigene Welten erstellt, in die man immer wieder zurückkommt und ja, die man sich vielleicht auch ein Stück weit zurückzieht von der echten Welt. Ich muss sagen, ich komme sehr, sehr gerne in meine Mystery-Welt zurück, auch wenn sie für meine FPS nicht gut ist und immer wieder rumruckeln ist. Aber ich kehre hier sehr, sehr gerne hin zurück. Ich liebe einfach diesen Baum. Nummer 3, Kain und Abel. Ja, der Name ist vielleicht ein bisschen dramatisch gewählt, weil wir reden hier eigentlich nicht vom Brüdermord oder so, sondern wir reden davon, Freunde zu ärgern. Und ja, ich gebe es ehrlich zu, das ist eins meiner liebsten Tätigkeiten und ich bin da definitiv noch süchtig. Ob das der Grund ist, warum ich ein alter Ego habe? Zeus, der Ork hier. Genau, den Ork. Und ich möchte euch da vielleicht die ein oder andere Geschichte erzählen. Denn mein Lieblingsprank ist der hier. Ich liebe es, Leute unsichtbar zu pranken. Schaut euch mal bitte die eine Szene hier an aus Minecraft Mystery, wo wir den Lars geprankt haben. Ich habe mit dem Shader hier, ne? Mit dem Shader hier habe ich 90 FPS jetzt, 100 bei einer Sichtweite von 10 Chunks. Ja, von 10 Chunks. Müsst ihr euch mal geben. Das sind nur 10 Chunks. What the... Kroko. Es ist sowas von Kroko gewesen. Es hat funktioniert! Juhu. Ich werde den Kroko noch ein bisschen ärgern. Jetzt hatten wir noch ein Stück. Alter, das ist doch nicht dein Ernst, Mann! Ich muss da oben weiterbauen! Jetzt hör auf! Mann, wo hängt der denn rum? Ich sehe den nicht! Es lassen sich einfach so viele lustige Dinge damit machen. Und die andere Szene war letztens aus dem Stream, wo wir den Janos geprankt haben und der Prank so gut funktioniert hat, dass wir nicht mal mehr vor Ort waren und er sich geprankt gefühlt hat. So, Daumen hoch. Wer von euch prankt auch gerne seine Freunde? Nummer 4, Christopher Columbus. Ja, boah. Und zwar, ich bin so begeistert von dem Esel, den ich hier gerade habe. Der ist so schnell und hat so viel Stauraum. Ist der perfekte Esel. Egal, Nummer 4 ist Entdecken. Ja, ich finde, Entdecken macht süchtig.
Oh, und wir haben auch schon was Besonderes entdeckt. Ich hatte das ja im letzten 10-Dinge-Video schon mal durchklingen lassen, dass ich begeistert bin von der Landschaft in Minecraft. Und da gehört gerade auch sowas hier voll mit dazu. Ach, komm schon. Das ist übrigens der Grund, warum man nicht wirklich in Minecraft mit Pferden und Eseln unterwegs ist. Es ist so schwer, solche Stellen zu überbrücken. Ja, und wenn ich von Entdecken spreche, rede ich jetzt hier in erster Linie einmal von Monumenten, Dörfern und Pillager-Außenposten. Nummer 5. Indiana Jones oder Lara Croft, könnt ihr benennen, wie ihr wollt. Es handelt sich hierbei um einen Punkt, der sehr ähnlich ist wie Nummer 4, nur dass es sich hierbei wirklich um das Finden von Schätzen handelt. Ich denke, wir alle wissen mittlerweile, dass es Schätze in diesen wunderbaren Wracks zu finden gibt, beziehungsweise Schatzkarten, auch Truhen mit Schätzen, ja, aber Schatzkarten finden wir. Gut, hier haben wir kein Glück. Da vorne vielleicht. Ja. Da haben wir auch schon so eine Schatzkarte und ich möchte euch, wenn ich jetzt schon sage, Schatzsuchen ist eine Sucht, möchte ich euch auch an alle Süchtigen noch einen kleinen Tipp weitergeben. Natürlich ist die erste Aufgabe mal den Schatz zu finden. Wie das funktioniert, wisst ihr ungefähr. Also das heißt zu finden, mal grob die Location auszuchecken, wo er ist. Das kriegt man ja hin, jeder weiß, wie er eine Karte benutzt. Aber für alle Java-Spieler, und ich vermute es, weiß nicht, vielleicht geht es auch in der Bedrock, ich weiß, dass es in der Java geht, belehrt mich einen besseren, falls es auch in der Bedrock geht. Für alle Java-Spieler gibt es da einen ganz einfachen Tipp. Wir gehen direkt zu diesem roten X hin, dann drücken wir F3 und G und bekommen einmal unsere Junk Border angezeigt. Und wenn wir jetzt nochmal F3 klicken, dann sehen wir hier Chunk 11, 15, 9. Und wenn wir jetzt schauen, dass die Koordinaten von dem Chunk auf 9, 9 sind, also Y ist egal. Wir brauchen nur die erste und die andere Zahl als 9. Dann wissen wir exakt, wo sich der Schatz befindet. Passt mal auf. 12, 11, 9. So, wenn wir jetzt hier nach unten graben. Nein, nicht hier. Hier stoßen wir direkt auf den Schatz. Und können auch wieder unsere ersten Sucht frönen. Diamant. TNT ist sicher auch eine Sucht. Die habe ich gar nicht auf meiner Liste. Seid ihr TNT-süchtig? Nummer 6. Mob-Spawner. Und ihr müsst mir da jetzt mal helfen. Vielleicht geht das nur mir so. Ich glaube, das ist nur etwas, was mir so geht. Ich könnte ewig nach Mob-Spawnern suchen. Wenn ich sowas schon entdecke und dann durch die Wand höre, das erfüllt mich immer mit Freude. Und vor allem, wenn ich bei meinen einfach mal auf Mossy Cobblestone stoße, also bemoosten Bruchstein, dann weiß ich, da ist ein Mob-Spawner. Ich liebe Mob-Spawner. Ich könnte ewig nach diesen Dingern suchen. Ja, es gibt nicht nur... Oh, wir sollten ein bisschen aufpassen. Wir sind nicht gerüstet für einen Kampf. Oh, oh. Ich habe doch gar keine Waffe. Ich kann nicht mal TNT zünden. Gut vorbereitet, Kroko. Gut vorbereitet. Immerhin haben wir noch Night Vision an. Also, wenn wir uns hier dann endlich... wir müssen uns mal in einen anderen Modus begeben, sonst überleben wir das hier nicht. Also, Mob-Spawner sind für mich definitiv so ein Punkt. Vielleicht liegt das daran, dass ich schon so lange Minecraft spiele, da waren Mob-Spawner noch die einzigste Möglichkeit, an bemoosten Bruchstein zu kommen. Waren auch noch mit die einzigsten Dinge, wo man Schatz finden konnte. Der wurde noch nicht generiert, der Schatz. Jetzt aber. Immer noch nicht. Och, Mensch. Die einzigsten Möglichkeiten, wo man Schatz... Krass. Ich sollte nur noch so zufällig spielen. Genau, wo man besondere Schätze finden konnte, das waren so ziemlich die ersten Dinge und deswegen, ich liebe sie einfach ungemein. Unabhängig davon sind sie natürlich super praktisch für das weitere Spiel, für Mob-Drops oder auch Erfahrungspunkte etc. Nummer 7, der Siegesrausch. Und ja, ihr wisst es, es gibt diverse Minispiele, die man spielen kann und ich denke auch dort ist ein gewisses Suchtpotenzial geboten. Wenn man immer und immer wieder gewinnt, möchte man natürlich immer und immer öfter gewinnen. Ich kann euch nur so viel verraten, dass... hat für mich einfach null Suchtpotenzial. Wie ist es da bei euch? Also bei mir liegt es einfach daran, dass ich eine absolute Pfeife bin in diesen Spielen. Ihr seht gerade, ich versuche mich hier gerade an Bed Wars. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Ich beherrsche das 0, gar nicht. Aber man muss immer was Neues ausprobieren. Ich beherrsche es einfach nicht. Ich glaube, ich bin gerespawnt. Immerhin das. Aber ich beherrsche es nicht. Ich habe es nicht geschafft. Aber ich habe mir Mühe gegeben. Nummer 8. Superman! Und nachdem ich nicht süchtig werde nach Minigames, werde ich aber definitiv süchtig oder bin ich süchtig nach Fliegen in Minecraft. Ich liebe das einfach. Sollen wir irgendwann mal Flugsimulator spielen? Ich glaube, das würde mir auch Spaß machen. Ohne Witz, ganz ehrlich, ich habe mir schon mal eine Amplified World erstellt, also so eine zerklüftete Welt, nur um darin herumzufliegen. Ich finde es einfach spannend, wenn man sich hier so, ja, Lücken und
Ähnliches sucht und dann einfach durch die Landschaft fliegt. Ich würde gerne auch in echt fliegen können. Das würde mir echt richtig gut gefallen. Ah, wollte ich gerade die Aufnahme beenden. Nee, ich fliege noch eine Runde. Ups, ich glaube, Video wird nicht fertig, Leute. Ich muss fliegen. Es tut mir leid. Das Gute ist, die Nummer 9 befindet sich auch auf der Map. Dann kann ich da mal in Ruhe hinfliegen. Nummer 9. Mob Loots. Oder wie ich es nennen möchte, Mobby Droppies. Der ein oder andere von euch weiß es bereits. Ich baue ja immer gerne diese riesigen Mob-Spawner. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich liebe es einfach, dann hier unten zu stehen und das Monster regnen zu lassen. Das ist so... Ich sag jetzt einfach mal satisfizierend, auch wenn es das Wort auf Deutsch nicht gibt. Das ist so cool. Ich liebe es einfach. Und nicht nur das. Nicht nur das macht mich süchtig, nein. Das da. Einfach mit einem Schlag so viele Monster auf einmal in die Pfanne hauen zu können. Die ganzen Erfahrungspunkte zu bekommen. Und dann da unten rein zu spazieren und anzuschauen, was da alles in der Kiste landet. Es sind einfach so viele wertvolle Rohstoffe, die man verwenden kann. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Ich erwische mich da auch manchmal, dass ich das erreicht habe, was ich machen wollte. Irgendwie so und so viel Level haben oder weiß ich nicht, 64 Gunpowder. Und dann stehe ich immer noch da und mache Wasser aus, Wasser an, hoffe, dass die Dinger wieder respawnen. Und dann haue ich sie, obwohl ich eigentlich weiß, ich müsste gar nicht mehr. Weil es einfach irgendwie total cool ist. Kommen wir nun zu Nummer 10, die euch süchtig macht. Und da, denke ich mal, hat es jeden schon mal erwischt. Nummer 10 ist eine neue Welt. Oder noch viel süchtig machender, ein neuer Server. Dazu zwei kleine Geschichten. Die erste Geschichte ist hier direkt aus dem Leben. Wir stehen wieder auf meinem Community-Server. Und jedes Mal, wenn der Community-Server in eine neue Runde geht, sehe ich auf Discord, ja, wir haben einen Discord-Server, wie viele Leute sich abends zusammenrotten und stundenlang auf diesen neuen Server bauen und spielen und Dinge kreieren. Es ist verrückt, was da innerhalb von 2 Wochen entsteht. Aber ich möchte euch natürlich nicht nur eine Anekdote erzählen oder beziehungsweise eine Geschichte erzählen von anderen Leuten, sondern nein, auch den Kroko hat es da vor langer Zeit sehr, sehr, sehr erwischt. Und nicht nur den Kroko, auch Mrs. Kroko, meine damalige Freundin, heute Frau, konnte sich der Sucht nicht widersetzen. Leider habe ich zu der Anekdote keine Bilder, keine Videos, weil das schon über 9 Jahre her ist. Es war mein allererster Minecraft-Server mit 9 anderen Spielern. Wie gesagt, meine Frau war dabei, mein Bruder, ein guter Kumpel und dann noch 5 Unbekannte. 6 Unbekannte. Ich kann nicht mehr rechnen. Auf alle Fälle, der Server ging live und wir haben gespielt von morgens 10 bis morgens 8 Uhr nonstop. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und das waren sie. Die 10 Dinge, die dich in Minecraft süchtig machen. Ich bin sehr gespannt, welche von diesen Dingen auf dich zutreffen. Schreib es mir in die Kommentare. Ihr merkt schon, bei mir treffen doch einige zu. Ist wie es ist. Minecraft ist einfach genial und macht super viel Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sehr gerne ein Like dalassen. Wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat euch! Und er fliegt schon wieder, der Kroko, ne? Er kann es einfach nicht lassen.